Herzlich willkommen bei Skipper 360. Ich bin Michael von Bluetooth und wir zeigen in dieser Lektion das Ablegemanöver Eindampfen in die Vorspringen mit einem Boot mit Doppelruderanlage. Dabei müssen wir abweichend vom Standardmanöver ein paar Dinge beachten. Unser Boot ist eine Elan 50 Impression, die zwei Ruderblätter hat. Wir sehen in der Live-View, dass wir mit Vor- und Heckleine festgemacht sind. Zum Ablegen werden wir eine Vorspring vorbereiten. Wir sehen, dass wir die Vorleine auf die außenliegende Klampe durch die Klüse führen. Dies hat den Vorteil, dass wir die rechte Klampe für die Vorspring frei haben. Die Vorleine wird ja als erste Leine eingeholt. Jetzt bereiten wir die Vorspring vor und belegen sie auf Slip. Na, das ging ja ruckzuck. Die Vorspring ist auf Slip und ein Crewmitglied ist vorne am Bug und zeigt den Kontakt des Kugelfenders an. Da das Ruderblatt nur wenig angeströmt wird, haben wir auch eine Heckleine vorbereitet. In die Vorspring muss man sehr langsam fahren, da der Bug sonst zur Mole schnellt. Schäden könnten die Folge sein. Wir werden deshalb die Heckleine langsam vieren und somit die Drehung des Buges zur Mole steuern. Sobald der Kugelfender Kontakt hat und die Vorspring auf Spannung ist, kann die Heckleine eingeholt werden. Wir achten darauf, dass die Vorspring immer auf Spannung bleibt, da unser Boot jetzt stabil steht. Wir lenken nach Steuerbord und das Heck beginnt sich von der Mole wegzudrehen. Obwohl wir ein Doppelruder haben, kommen wir von der Mole weg. Hier wirkt unter anderem der Radeffekt, nämlich im Vorwärtsfahrt. Bei einer linksgängigen Schraube wird das Heck im Vorwärtsgang nach Backbord gedrückt. Leine los und wir legen ab. Wir geben nur wenig Gas, da wir ja nicht wollen, dass uns der Radeffekt wieder zurück zur Mole dreht. Da kannst du was verhacken. Wenn die Leine jetzt unter den Füßen ist, dann ist das ja.